Hallöchen und willkommen zu unserem kleinen, gemütlichen Let's Play. Ja, ich versuche hier zu reden. Alles klar. Zu unserem kleinen Let's Play Sons of the Forest Single Player. Und da drüben hockt unser lieber Kelvin, der schaut irgendwie nicht so gesund aus. Ich glaube, dem geht's nicht gut. Irgendwie sind, glaube ich, schlecht oder irgendwas, keine Ahnung. So, Edward Pufton und Barbara Pufton und Virginia Pufton werden alle vermisst. Und wir haben Koordinaten auf der Map, die uns irgendwas sagen. Aber die Verbindung ist anscheinend nicht ganz so gut. Contact Points Error. Okay, gut. Dann schauen wir doch mal, was auf uns zukommt. Fight Demons. Yep. Oh. Was ist los? Oh. Shit. Nein, 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 nein. Nein, nein. Scheiße. Das sieht jetzt nicht so gut aus für uns. Oh, fuck. Nein, nein, nein. Oh Gott. Bist du denn? Danke. Danke für nichts. Oh, mitten im Schnee, na klasse. Open Emergency Only. Ich glaube, das ist ein Notfall. Okay, wo sind wir hier? Schaut auf jeden Fall nicht so gut aus. Sind irgendwo am ADW. Und zumindest haben wir ein paar Sachen. Eine Granate. Willst du eine Granate? Nein, wir helfen dir. Eieiei. Sieht jetzt irgendwie nicht so geil aus. Kevin? Kevin. Ach, du Scheiße. Okay, ich glaube, der hört nicht mehr so gut. Ah, gutes Riechsalz. Riechsalz ist was Tolles. Ja, folge mir. Schon mal ein guter Anfang. Hier. Ein Big Mac und ein Cheeseburger, bitte. Alles klar. Gut. Dann schauen wir mal weiter. Aber ich schmeiß mir das nicht aus Versehen, die Granate. Das könnte ein bisschen Aua machen. Medizin. Medizin ist gut. Millimeter und Kohlefaser. Kohlefaser? Okay. Zwischen Tic-Tac und eine Plane. Okay, Knarre. Und mit der Knarre. Sechs Komma neun Millimeter. Ja, hallo, was gehe ich denn hier auf Hirschjagd oder was? Ist hier noch irgendwas? Nö. Der schaut auf jeden Fall nicht mehr ganz so fit aus. Okay. Dann I-Inventar, ne? Ja.
Füge dann mal der Gegenstände hinzu, um sie zu öffnen oder zu kombinieren. Alles klar. Öffnen. Mach mal auf hier. Das sieht doch ganz gut aus. Ein GPS, eine Axt, ein Handbuch. Handbuch ist immer gut. Ein Feuerzeug, das ist gut. Ja, das sollte ich vielleicht zu mir nehmen. Ich schaue nicht ganz so fit aus. So, und wir können ja das auf Kurzweil legen. Ne? Setzen wir das mal auf Kurzweil. Das ist ganz gut. So, wir brauchen auf jeden Fall Loot. Loot wäre gut. Handbuch schauen wir uns später an. Okay. Gut. Sagen, wir gehen erstmal aus der Kälte raus irgendwie. Hat noch ein GPS? GPS? Find the Puffin Family findet Team B. Und zwar verschiedene. Okay. So. Okay, da gäbe es was. Oder da hinten. Ich würde sagen, wir gehen diese Richtung. Okay, dann raus aus der Kälte. Kommst du, Kelvin? Jo, nice. Haben wir schon rausgefunden. Lerne die Grundlagen des Bauens. Es ist mir echt zu kalt hier. Ich möchte hier einfach nicht sein. Hier ist es mir einfach zu kalt. Sagen wir, kommen erstmal an, orientieren uns ein bisschen. Schauen, dass wir ein bisschen Mats zusammenkriegen. Und dann können wir da die Abkürzung nehmen. Oder tun wir uns da weh? Okay, das sieht jetzt nicht so gesund aus, wenn wir da runterfallen. Wir laufen lieber. Haben wir hier irgendwas? Oh. Blätter. Blätter nehmen wir immer. Gibt es hier irgendwo einen Abgang? Jo. Das sieht's gut aus. Wenn wir jetzt nicht irgendwie die Haxen brechen oder irgendwas, das wäre jetzt nicht so geil. Kelvin ist da. Sieht zumindest ganz gut aus. Auf der Map wird auf jeden Fall angezeigt. GPS. Jo. Da. Das sieht doch schon mal gesünder aus. Gibt es hier irgendwas, was wir mitnehmen können? Stock. Über Stock und über Stein. Stein können wir auch mitnehmen. Perfekt. Okay, dann schauen wir doch mal. Das Wasser ist schon echt laut. Ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen leiser machen. Nichts gegen Soundeffekte, aber was war das? Heckenkirschen. Ich glaube, die waren giftig. Kann das sein? Oder täusche ich mich da? Ich glaube, ich muss es jetzt erstmal nicht rausfinden. Noch geht es mir ganz gut. Wo bin ich? Hier wäre anscheinend irgendwo eine Sache. Kleiner Stein, nehmen wir mit. Alles, was wir mitnehmen können, nehmen wir mit. Eckenkirschen, wie gesagt, glaube ich jetzt, waren giftig. Okay. Da lag doch irgendwas. Was ist das? Geld. Geld ist immer gut. Die Toten brauchen auch Geld. Nee, da gehe ich jetzt noch nicht rein. Oh. Jungs. Geht's euch gut? Eine Schleuder. Ja, nice, danke.
Wer oder was bist du? Ja, wir gehen einfach mal weiter. Solange uns nichts tut, tun wir ihnen auch nichts. Oh, Bambi. Ich habe deine Mami nicht getötet. Bin mir ziemlich sicher. Ich schätze mal, die kleinen Steine sind dann für die Schleuder gedacht. Okay. Was ist das? Hallo? Da wäre Loot. Loot ist ja an sich gut. Hallo? Ich tue dir nichts. Tust du mir nichts, tue ich dir nichts. Okay. Du wolltest es so? Ich wollte es nicht. Oh, machst du alleine oder gibt es hier noch jemanden? Okay, tut mir leid, ich wollte es nicht. Aber du hast es nicht anders gewollt. Geld hast du. Energy Drink. Batterien, Medizin, nice. Ah, okay, das kann man kaputt machen, nice. Konserven. Gott, erschreck mich doch nicht so. Kapuzenpullover, nice. Ja, man muss auch ein bisschen fesch sein. Wenn man in der Wildnis ist, ganz wichtig. Ja, ist schon ein bisschen ekelhaft hier. Okay, wir gehen mal da. Da ist so ein großer Fluss. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Oh, schaut zumindest ganz gut aus. Da gehen wir jetzt einfach mal hin. Schon eigentlich eine geile Gegend. Ja, das sieht doch. Oh, das schaut nice aus. Das ist eine gute Startbase. Oder gehen wir in diese Richtung zum Strand? War da noch irgendwo ein Strand? Diese Richtung war noch ein Strand. Ja, ich glaube, wir gehen. Ja. Wobei natürlich praktischerweise ein See, glaube ich, ganz gut wäre. Heckenkirschen. Noch mehr Heckenkirschen. Aber noch ist gut. Noch kann man ein bisschen schauen. Eieiei. Mit dicken Schichten dickicht. Schöner Zungenbrecher. Ich finde hier ein Lager nach dem anderen, ne? Ist hier jemand? Ja. Einer oder mehr? Sieht nach einem aus. Hallo? Was tust du da? Hi? Bist du alleine? Ist deine Mami da? Was willst denn du? Was wollt ihr denn hier? Dann greif mich nicht an.
Ein Bein. Na, lecker. Rauche ich unbedingt. Sammelt man gerne. Bildration. Okay. Ist hier noch irgendwas Schönes? Ein Außenbordmotor. Ja, klar. Hat man immer im Lager rumliegen. Warum nicht? Ganz normale Sache. Also ich habe auch immer irgendwo einen rumliegen, einen Außenbordmotor. Warum nicht? Was pulsiert denn da so schön auf der Karte? Da kommen wir gerade vorbei. Schauen wir uns gleich mal an. Das war nur ein Stein. Leicht erschrocken. Sah aus wie so ein Tuch, das irgendwo drüber gespannt ist. Was willst denn du? Schleicht sich da an. So. Laufen wir mal darüber. Da pulsiert so schön auf der Karte. Was das ist. Gibt es da irgendwo was, wo man schön runterkommt? Oh, das schaut besser aus. Okay. So. Ey, schnaufst denn du so? Ich bin Elite-Soldat. Hallo? So, hier irgendwo. Vorne. Stein. Nehmen wir mit. Aber weiß nie, wofür es gut ist. Das GPS ist aber auch blöd, dass die Hand nicht ein bisschen hoch geht. Dass du immer so leicht nach unten gucken musst. Heidelbeeren? Heidelbeeren nehmen wir mit. Heidelbeeren sind gut. Vitamine am Morgen verbreiten, Kummer und Sorgen. Hier irgendwo. Oh, eine Höhle. Okay, die merken wir uns. So, jetzt gehen wir mal da runter. Ein bisschen Strand. Ein Wasserzulauf. Ist eigentlich ein good place. Wenn es nicht ganz so dicht wäre. Ich meine, das könnten wir wahrscheinlich theoretisch ein bisschen stutzen. Aber wenn wir natürlich einen besseren Spot kriegen, wo wir mehr sehen und weniger dafür tun müssen, ist das natürlich auch nicht verkehrt. Schnaufst denn du so? Oh, das sieht doch ganz gut aus. Schön frei. Schön Platz. Und Essen. Essen ist auch gut, ist wichtig. Ich glaube, hier lässt sich's. Hier kann man sich ein Lager aufbauen, denke ich mal. Jep. Gefällt mir. Und da im Wasser. Da ist auch noch ein Ausrufezeichen. Das gucken wir uns auf jeden Fall an. Aber jetzt erst die Grundlagen des Bauens. So, zeig mal. Ja, oder was bist du? Und warum läufst du in den Baum rein? Okay. Elvin, kannst du irgendwas machen? Ja, ne? Wohl.
Stämme und einlassen. Mach mal. Okay. Du holst Holz. Ich stelle mich jetzt nochmal hin. Und hab die mal im Auge. Der hat irgendwie Schiss vor denen. Was rennst denn du weg? Hallo? Mein theoretisch hat er recht, weil wenn du dich jetzt hier hinstellst, dann siehst du es besser kommen. Na gut, machen wir es halt hier drüben, wenn es dir da besser gefällt. Es wird nämlich langsam dunkel, aber wir können uns trotzdem. So. Wir können uns einen Unterschlupf bauen. Das ist gut. Wir brauchen dafür eine Plane. So. Und dann haben wir da einen Stamm rein. Olli, olli. Ah, okay. Speichern. Speichern ist schon mal ganz gut. Pennen will ich jetzt noch nicht. Aber ich würde sagen, so behelfsmäßig, geil. So, Kelvin, Auftrag. Ob du willst oder nicht. Hol, Stämme und einlassen. Okay. Gut. Oh, ich habe schon zwei Stücke ausgegeben. So, dann holen wir uns mal schnell irgendwas und schauen, dass wir hier was Kleines hochziehen.